We are ready to go. Ich bin fertig gemacht. Das ist mein Outfit. Oh Gott, darf ich das im Internet zeigen? Doch, bleibt's ja. Also. Jetzt nochmal richtig. Ich habe mich jetzt schon fertig gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe mal gefrühstückt und Kaffee getrunken, das habt ihr eben gesehen. Und ich bin heute schon relativ früh wach. Es ist zwar jetzt schon 13 Uhr, aber ich habe einiges erledigt. Unter anderem habe ich Tickets für Rogue One für die Mitternachtspremiere gekauft. Juhu! Heute ist Vorverkauf Star Wars Rogue One und ich freue mich so arg darauf. Ich freue mich auf diesen Film so wahnsinnig das ganze Jahr über schon. Und jeder Trailer macht es nur noch schlimmer. Und ach, ich kann es kaum erwarten. Es sind nur noch 2 Wochen hin und ich freue mich drauf. Da ist das Poster. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich dieses Poster gekriegt habe. Und ja, die Karten sind jetzt in petto. Wir gehen zur Mitternachtspremiere am 15., also direkt am Mittwoch auf Donnerstag. Und das wird so ein tolles Event. Ich freue mich so. Ich guck mal, ob ich euch irgendwie an dem Tag irgendwie mitnehmen kann. Also klar kann ich nicht während des Films und im Kinofilm, aber vielleicht kann ich euch irgendwie so an diesem Tag mitnehmen. Ja, Vlogmas Tag 1. Hallo und herzlich willkommen. Wir vloggen wieder zusammen. Oder ich vlogge wohl eher. Und ich gucke mal, was ich euch so mitnehmen kann. Ich werde euch nicht jeden Tag mitnehmen, weil jeden Tag wäre äußerst langweilig, weil ich es auch Tage diesen Monat dabei habe, wo ich wirklich 8 bis 12 Stunden arbeiten werde. Das ist nun mal so, Dezember ist nun mal Hochkonjunktur. Ne? Ja, Rogue One halt. Ne? Naja, und es gibt einiges zu tun. Ich habe noch den großen Markt vor mir, da muss ich heute anfangen mit Vorbereitung. Also mein Tag sieht heute aus, dass ich an dem Basteltisch sitzen werde, jetzt gleich vorbereiten werde mit Fimo an den Markt. Ich werde mein Video gleich fertig schneiden, das ich noch im Petto habe. Und ein Video werde ich heute noch abdrehen, was für Nikolaus sein soll. Ja, und ich hoffe, das kriege ich alles so hin. Ich bin zeitlich so dicht, dass ich gar nicht weiß, so wie ich das alles schaffe. Aber ich bin motiviert, ja. Ich bin wirklich motiviert. Am Wochenende waren wir mit Freunden im Kino und wir haben uns The Arrival angeguckt. Oder Arrival heißt der ja, glaube ich, nur. Und er ist wirklich toll. Also, wenn ihr einen anspruchsvollen Alien-Invasionsfilm sehen möchtet, der keine Action hat, also es ist kein Independence Day, sondern es ist wirklich ein Drama und ein Melodram und er ist sehr ernst und er hat sehr, sehr wichtige Themen drin, dann schaut ihn euch an. Also, er ist grandios. Er ist toll, die Cast ist toll, er ist wirklich toll. Und ich muss sagen, kein Film oder selten hat mich ein Film am Ende so emotional gecatcht wie dieser Film, dass ich am Ende nicht mal mehr wusste, warum ich weine und dass ich einfach, es war so, oh, und ich konnte erstmal eine Viertelstunde gar nicht sprechen. Ich musste das erstmal verarbeiten und ich habe das ganze Wochenende diesen Film verarbeitet und ja, also es ist selten, dass ein Film mich so catcht, so emotional trifft und dann auch noch mich das ganze Wochenende wirklich beschäftigt, dass ich darüber nachdenke und über die Charaktere nachdenke und über diese Geschichte und warum ist das jetzt so und warum kann das nicht anders laufen und ach, der Wahnsinn. Also es ist kein Wunder, dass der für einen Oscar gehandelt wird. Also schaut ihn euch an, wenn ihr anspruchsvolle Filme liebt. Ich kann euch Arrival wirklich sehr empfehlen. Ja. Und hier ist mal ein kleines WIP, also ein Work in Progress für euch. Und zwar bin ich dabei, eine Mütze zu stricken. Und mehr dazu werde ich euch in einem Video dazu dann erklären. Aber hier ist schon mal so ein kleines Goodie, was für ein Video euch vielleicht erwarten würde. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin sehr gespannt. Es ist etwas ganz, ganz Tolles und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, das machen zu dürfen. So, ich bin inzwischen in meinem Bastelbereich angekommen. Ist immer noch chaotisch hier. Ich weiß, ihr wünscht euch immer noch eine Roomtour. Ich bekomme diesen Monat neue Schränke und dann hoffe ich, dass ich im neuen Jahr die wirklich abdrehen kann, weil es ist derzeit wirklich so und ich zeige euch jetzt mal die nackte Wahrheit. So sieht es einfach aus. Und solange dieses ganze Chaos nicht geklärt ist und ja, dieses ganze Ecke soll weg und so weiter. Und solange das alles nicht fertig ist, zeige ich euch nicht die fertige Roomtour. Also ihr habt jetzt schon so einen Mini-Einblick in mein Reich hier gefunden, gesehen. Also hier ist mein Schreibtisch, hier arbeite ich. Das habt ihr schon in einigen Vlogs gesehen. Und ja, wie gesagt, ich weiß, ihr wünscht euch das. Ich wünsche mir die Roomtour auch. Und ich möchte euch irgendwie schön abfilmen. Und deswegen wird es im neuen Jahr sein. Und dann hoffe ich, dass Matthias und ich hier irgendwie mit den neuen Schränken ein bisschen mehr Sachen unterbringen können und ich auch nochmal ausmiste, weil hier ist eine Menge drin, das ich gar nicht mehr nutze und was einfach schwachsinnig ist hier zu lagern. Wir haben ja auch halb Bürosachen drin und die müssen einfach hier raus und deswegen
Auf jeden Fall werde ich jetzt anfangen, hier fleißig zu sein, weil sonst schaffe ich das nicht. In 3 Wochen ist der Xmas-Markt und bis dahin muss ich ein bisschen was auf dem Tisch haben. Und es ist wirklich von den letzten Märkten alles weggekauft und weg. Und deswegen müssen wir da unbedingt jetzt mal reinklotzen. Ich habe noch ein paar der Wanderaufträge, da jetzt wieder die Weihnachtszeit beginnt. Also, ne? Tschakka, solange das Licht jetzt noch da ist, sonst vergesse ich gleich die Lust. Ich hasse das immer, wenn es dunkel wird. Könnt ihr, wer hasst es noch, wenn es dunkel wird? Wer hasst es noch? Komm, sei ehrlich. Es ist irgendwie 3:30 und die Sonne geht schon unter. Aber ich bin schon jetzt fleißig dabei. Ich muss wahrscheinlich gleich noch meine Lampe holen, weil es gleich dunkel wird. Ja, ich bin schon fleißig dabei, die Onigiris zu machen. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Mein Abendbrot besteht aus Suppe von gestern. Gemüsesuppe gekocht und über die werde ich mich jetzt hermachen. Und so ist der Stand der Dinge. Ich habe noch ein paar Gesichter fertig zu machen. Also die Augen alle drauf. Aber sie brauchen jetzt noch Münder und halt Backen. Ja, und ich hoffe immer, dass ich die in einem Tag in 2 Stunden fertig kriege. Aber ich verschätze mich jedes Mal. Ich sitze schon wieder 4 Stunden dran. Allerdings habe ich in diesen 4 Stunden auch bestimmt mindestens 1,5 Stunden gegammelt nebenbei. Weil ich einfach, ja, nebenbei noch gesurft habe oder getippert habe oder irgendwas gemacht habe. Ja, aber so ist der Stand der Dinge. Und ich will sie auf jeden Fall heute fertig bekommen und fertig backen. Hallo! Oh, meine Softbox strahlt mich gerade so mega an. Ja, und ich habe schon wieder ein bisschen Schnupfen. Meine Nase ist schon wieder ganz rot. Furchtbar. Ja, eigentlich wollte ich heute gar nicht viel vloggen, weil ich gestern gevloggt habe. Heute ist nämlich schon Dienstag. Ich den ganzen Tag gearbeitet habe und es jetzt schon dunkel draußen ist und eigentlich nichts mehr passiert, außer das, was ich gestern schon gemacht habe. Und zwar mich diesen kleinen Onigiris widmen. Ja, aber ich wollte euch das wenigstens noch einmal zeigen. So sieht die Amada aus. Sie hat nämlich gerade frisch Augen bekommen und ja, da fehlt einer. Da. Der ist leider kaputt und muss repariert werden und deswegen gehört er jetzt nicht zu der Meute. Und ich mache gerade Pause. Ich gucke gerade Concita Cologne, habe mir gerade ein Schokokino gemacht. Ich liebe die Dolce Gusto Schokokino, Latte Macchiato, Chai Latte total gern und auch Café Olé. Das sind so meine 4 Lieblingssorten, habe ich festgestellt. Und esse ein Stück Kuchen von meinem Lieblingsbäcker. Das ist Apfelzimttorte. Die hat leider den Weg hierher nicht ganz überlebt. Ich habe aber erst meinen Zap gegessen und jetzt halt die. Und das gönne ich mir jetzt und dann mache ich hier weiter und dann werde ich auch noch ein bisschen hier aufräumen. Und dann wird heute auch nichts Spannendes mehr passieren. Also sehen wir uns dann wahrscheinlich morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit. Ich glaube, es wird zwar nicht so viel Spannendes passieren, weil ich eigentlich nur die Bude aufräumen muss und ja, weiter an den Vorbereitungen sitze. Aber ihr seht ja auch gerne diese langweiligen Videos. Jedenfalls habe ich mich gerade fertig gemacht und es ist jetzt 1:15. Ich habe gefrühstückt und alles und jetzt fange ich an, noch ein Video zu drehen, das ich unbedingt drehen will, bevor es dunkel wird draußen, weil im Moment ist es mit dem Licht wieder so Katastrophe und selbst wenn man eine Lampe anhat, ist es einfach, dann steht immer irgendwas im Weg und dann nervt das und das ist einfach blöd. Ja, deswegen will ich das jetzt noch abdrehen, solange es hell ist und dann werde ich anfangen, hier aufzuräumen, weil das Wohnzimmer sieht ganz schlimm aus und ich weiß nicht, ob Christine heute Abend noch kommt und wir wollen heute Abend noch ein bisschen Karten und Papier basteln, deswegen steht da alles immer noch. Aber es wird halt immer chaotischer und da wir morgen Abend Besuch erwarten, muss das alles hier jetzt langsam mal verschwinden. Ja, und da muss ich ja noch vorbereiten. Ja, ja, aber wir haben heute den 1. Dezember, das heißt, ich darf heute das erste Türchen meines Adventskalenders öffnen. Ich werde nicht jeden Tag ein Video drehen in diesem Monat, aber ich werde euch jeden Tag mein Türchen abfilmen. Das werde ich auf jeden Fall hier mit einbauen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass ich nicht jeden Tag vloggen kann, weil einfach auch nicht jeden Tag was Spannendes passiert. Ich arbeite diesen Monat sehr, sehr viel. Dezember ist für uns wirklich die Hochzeit. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon gestern oder vorgestern im Blog erzählt. Und da kann ich halt auch manchmal, sind da so Tage, wo ich 10 Stunden arbeite und dann ist es dunkel und dann gibt es überhaupt nichts mehr zu erzählen. Ja, und die kleine Ecke, da muss ich heute auch noch aufräumen. Und die Softbox steht da immer noch, weil unsere Deckenlampen immer noch kaputt sind. Ja, ich muss eigentlich den Hausmeister anrufen. Ich kann da gleich nochmal versuchen, den Hausmeister zu erreichen. Ja, weil wir finden irgendwie die Sicherung nicht, um die Dinger zu reparieren. Ja. So, das ist er nun. Das ist dieser riesengroße Kalender. Und ich muss nochmal einen Platz für den finden. Ich glaube, ich muss die Ecke da drüben freiräumen, dann kommt er dahin. Weil ich muss es jetzt auf der Couch machen, weil ich einfach keinen Platz hier habe. Ich muss dringend hier mal aufräumen. Und jetzt suchen wir mal Türchen Nummer 1. 2 habe ich schon gefunden. Wo ist denn die 1? Ah, da ist sie. Hier ist die 1.
Bin ich mal gespannt. Teddy Doppelmilch. Okay. Wie cool. Bin ich raus? Yay. So sieht er aus. Und Doppelmilch, ich gehe mal davon aus, dass der gefüllt ist vielleicht. Wir testen das mal. Lecker. Der hat Milchcreme innen drin. Oh, ich liebe sowas. Richtig cool. Wer kennt denn noch diese alten Weihnachtsschokoladen, die noch dieses Melba-Zeug drin hatten? Das war auch so ein weißes Alkoholzeug. Das habe ich als Kind geliebt. Ich bin so traurig, dass ich die nirgendwo mehr finde. Dass die irgendwo anscheinend ausrangiert wurden. Diese Melba-Dinger. Oh, die habe ich so geliebt. Also wenn ihr mal wisst, ob es irgendwo sowas nochmal gibt, schreibt mir das gerne. So, ich bin jetzt in der Küche und werde hier ein bisschen aufräumen. Denn diese ganze Ecke hier hinten brauche ich jetzt für mein Projekt, das ich für euch abdrehe. Das heißt, wenn dieses Video online geht, kommt es noch nicht online. Nee, oder wartet, Moment, jetzt muss ich überlegen. Doch, ich werde es am Freitag hochladen. Am Freitag, also morgen schon. Ja, dann habt ihr es also schon gesehen. Mein Last-Minute-Nikolaus-Idee-DIY. Was auch immer. Okay, ich fange jetzt einfach mal hier an. Ich muss hier die Softboxen immer von Raum zu Raum stellen, weil wir leider defektes Deckenlicht haben im Wohnzimmer. Und ja, der Elektriker erst in 2 Wochen Zeit hat. Und deswegen, ja, leben wir mit Softboxen und damit, dass wir hier mit Kerzen scheinen. Oder ich kaufe bis dahin noch eine Stehlampe. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist hier so dumm. Wir haben hier so Deckenspots eingelassen in die Decke. Das ist schon so drin. Also wir haben keine richtige Lampe oder so. Wir haben so Deckenspots. Seht ihr? Und das ist halt wirklich so. Da sind irgendwie die Sicherungen durchgebrannt und wir finden halt die Hauptsicherung nicht, dieser Birnen. Ja, und ohne die leuchtet halt nichts, ne? Jetzt muss jedenfalls der Elektriker kommen, weil ich nicht weiß, wie die Firma hier das verbaut hat. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt Päuschen. Ich habe mir gerade mein Essen warm gemacht von gestern und habe gerade die Post weggebracht und ja, habe noch die Post reingeholt und mein Kostenvoranschlag ist gekommen für meine Krone. Ja, auch wie letztes Vlogmas zieht sich der Zahnarzt schon wieder durch meinen Dezember. Mir ist nämlich vor 2 Wochen ein Stück Zahn hier unten abgebrochen und das ist wohl nicht mehr reparabel und da muss wohl meine Krone drauf, meine erste Krone. Ja, was nicht so schön ist und wie ich sehe, übernimmt die verdammte Krankenkasse nur 140 Euro von 600. Das heißt, die 600 darf ich noch dazu bezahlen. Ja, das ist natürlich großartig. Ich liebe das. Und ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso hat sie denn keine Zahnzusatzversicherung? Ich habe es versucht, aber derzeit bekomme ich keine, also es wird halt mit Gutachter halt geschaut und wenn da akute Probleme sind, dann lehnt die Versicherung einen halt ab. Was soll's, muss ich jetzt selber tragen. Und was mich noch ärgert, zeige ich euch jetzt. Ich habe darauf 3 Wochen gewartet. Ich habe hier mir so einen Star Wars Pin bestellt. Natürlich jetzt für den neuen Star Wars Film, für meine Bluse auf im Kino. Und was ist, das Ding kommt kaputt an. Ey, ist doch kacke, oder? Das kam so aus der Tüte. Ich bin total verärgert deswegen. Jetzt muss ich den anschreiben. Es kommt extra aus England, hat 3 Wochen gedauert. Und ich hasse das immer, wenn man über Amazon sowas reklamieren muss und damit Leuten spricht, die eigentlich verstehen. Das nervt. Naja, ich hoffe, ich kriege nochmal einen Ersatz, aber das ist voll scheiße. Vielleicht mache ich mir damit einen Moldabdruck und mache mir selber einen. Aber der ist so schön. Ich bin so drauf gefreut. Und er hat verdammt viel Geld gekostet. Und das regt mich richtig auf, weil er echt nicht billig war.
Yummy, Spinatlasagne von gestern. Ach, ich freue mich jetzt so sehr darauf. Ich habe so einen Kohldampf. Guten Appetit. Und Bitchy liegt hier neben mir und schlummert. Die süße Maus hat sich hier die weiche Decke ausgesucht. Na, Mausi? Nicht so flauschig. Sie ist so richtig flauschig über den Winter jetzt geworden. Richtig, richtig dickes Winterfell. Das stört sie nicht mal, dass ich sie an den Füßen ärgere. Hallo. Ja, also ich bin jetzt schon soweit durch mit dem Video, habe das alles fertig gemacht. Und ja, den Aufmacher mache ich morgen, das hatte ich ja glaube ich schon gesagt, weil es jetzt viel zu dunkel hier ist und so weiter und die Küche ist auch kein richtiger Hintergrund. Ich muss mir morgen mal einen Hintergrund überlegen, wie ich das mache. Ja, ich habe jetzt meine Dokumi-Anmeldung rausgeschickt. Ja, es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber ich habe mich jetzt schon mal für die Dokumi angemeldet. Mal gucken, ob ich angenommen werde. Es hat letztes Jahr so viel Spaß gemacht, dass ich auf jeden Fall wieder zu Dokumi wollen würde. Und selbst meine Freundin Svanny hat so viel Freude gehabt, dass sie sich jetzt sich so einen eigenen Zeichnerstand beworben hat. Ich bin mal gespannt, ob das alles klappt. Ja, ich kümmere mich jetzt um diese kleinen Schätzchen hier. Die sind jetzt schon geklebt. Jetzt müssen die Onigiris noch, die müssen noch auf Ohrstecker aufgeklebt werden. Die haben wir alle schon geklebt. Die habe ich auch schon alle lackiert. Die Homer's Donut. Und ja. Ne? Und dann habe ich gar meine süßen kleinen niedlichen Schneemänner gestern fertiggestellt. Ich will auf jeden Fall noch welche auf der Xmas anbieten, beziehungsweise auch irgendwie jetzt nochmal einen Monat fertigstellen. Die sind so süß und ja, die sind jetzt für die Lavanderbestellung. Ja, dann werde ich gleich noch ein paar Bestellungen weitermachen. Hallo ihr Süßen, es ist inzwischen schon recht spät und wir sitzen jetzt endlich, also ich sitze endlich auf der Couch und kann mich ein bisschen entspannen, nachdem ich jetzt noch meine Aufträge abgearbeitet habe. Und Matti probiert das neue Final Fantasy 15 aus. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig als Final Fantasy Fan, weil es doch recht anders ist. Und ja. Aber wir werden mal gucken, was das bringt. Er hat ein Foto von einem Hund. einem Hund. Ja, der eine, der fotografiert immer und irgendwie fahren die ganze Zeit durch die Gegend und campen nur. Vier Jungs mit ihrem Auto. Ja, ist schon irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ja, ansonsten passiert heute nichts mehr Spannendes. Wir sehen uns dann die Woche wahrscheinlich nochmal am Wochenende wieder. Und ich wünsche euch somit einen wunderschönen Abend und bis dann. Guten Morgen. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Ich treffe mich mit meiner Tante zum Frühstück. Bin mal gespannt. Sie hat da irgendwie so einen Gutschein 2 für 1. Und ich nehme mich da ein bisschen mit. Ich hoffe, das Handy macht gute Aufnahmen. Und der Ton ist wahrscheinlich nicht so exzellent, als wenn ich die Große nehmen würde. Aber ich will die Große jetzt einfach nicht mitschleppen. Und deswegen nehme ich euch jetzt mit der Kleinen. Und dann öffnen wir nachher den Adventskalender nochmal. Ah, ist mir das so schön. Ich bin so spät dran. Ich muss jetzt den Bus kriegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog-Tag. Heute ist schon Freitag von dieser Woche und ich war heute Morgen schon recht früh auf. Ich habe mich mit meiner Tante getroffen, wir haben schon gefrühstückt, das habt ihr gerade gesehen. Es ist einfach toll, mit der Familie ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und meine Tante und ich haben uns immer echt viel zu erzählen. Und ich hatte natürlich auch so ein paar Sachen noch, die ich mit ihr besprechen wollte, weil sie in Sachen Zähne zum Beispiel viel mehr Erfahrung hat. Und dieser Monat wird schon wieder ein Zahnarztmonat. Jeden Dezember ist irgendwie bei mir immer irgendwas los. Denn nächste Woche bekomme ich meine erste Krone. Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Und ich habe ein bisschen... Also ich habe ja keine Angst vor dem Zahnarzt, das wisst ihr ja alle, aber... Also vor dieser Kronensache habe ich jetzt doch ein bisschen Schiss, ne? Und ich hasse halt diese Abdrücke machen. Und das habe ich wirklich vor der OP schon gehasst. Ich hoffe, es wird alles nicht so schlimm nächste Woche. Naja, ich werde euch davon nächste Woche dann berichten. Und hoffe, dass das alles halb so wild ist. Es wird hier unten gemacht. Und ja, ich habe jetzt schon einen krassen Voranschlag bekommen. Mein Geld geht schon wieder in die Zähne drauf. Ja, ja, gut. Ich versuche jetzt auf dem X-Markt ordentlich Geld zu verdienen, dass ich wenigstens mir meine Weihnachtsgeschenke kaufen kann.
Und nicht nur alles in den Zahnarzt verballer, aber was soll man machen, ne? Ja, das Wetter ist herrlich. Ihr habt schon gesehen, Kitty ist gerade auf dem Balkon zugange und sie ist schon wieder da vorne. Die alte Hexe. Wartet mal. Hallo. Sie geht nämlich immer vorne raus und da muss ich echt aufpassen, dass sie nicht über das Dach spaziert. Wir sind hier oben im vierten Stock und das wäre nicht so schön, wenn sie dann runterfällt. Ja, das Wetter ist wunderschön. Ich werde jetzt hier gleich das Wohnzimmer aufräumen, wenn wir heute Abend noch Besuch kriegen. Gestern, mein Besuch ist nicht mehr gekommen, das heißt, es war nicht so schlimm, dass ich dann gestern nichts gemacht habe. Dafür muss ich aber heute was tun. Und bevor das Licht weg ist, werde ich jetzt erstmal Fotos machen für mein Video und noch für den Shop ein paar Sachen. Und dann werde ich hier die Wäsche abhängen und aufräumen und den Platz da noch mit. Und jetzt überlege ich gerade, was sonst noch ist. Heute werde ich auf jeden Fall noch am Basteltisch arbeiten, solange es geht. Gucken heute Abend Schläfers. Ich freue mich schon drauf. Ist immer lustig, mit Freunden dann zusammen Schläfers gucken. Und heute läuft Sharknado 4. Das ist natürlich ein Trash-Kultfilm, den man auf jeden Fall gucken muss. Ja, wir öffnen nochmal mein Türchen heute. Wir haben heute zweiten Advent kommt auch, aber 2. Dezember. Und im Moment steht er immer noch auf dem Fußboden. Ich muss mir da noch was überlegen für. Und wir öffnen mal Türchen Nummer 2. Oh, ist das heute? Die Sonne ist aber heute echt grell. Das ist ja schön. So, Türchen Nummer 2 hatte ich ja gestern schon gefunden. Das ist hier. Oh, sorry. Linda Kugel Weiß. Ach, geil. Ich liebe Weiße. Oh. Ehrlich. Linda Kugel in Weiß. Yummy. Ich habe mir jetzt mein Essen warm gemacht. Gibt Lasagne von gestern. Und da liegt noch der ganze Müll. Und mache jetzt fast eine Pause vom Fotografieren, wie schnell es dunkel wird. Ey, es ist jetzt 4 Uhr. Das Licht ist fast weg. Ich muss jetzt wieder mit Softbox arbeiten. Es gibt natürlich wieder ein ganz anderes Bild. Aber für den Shop ist es okay. Ich muss jetzt endlich mal die Ohrstecker halt reinkriegen. Ja, dann mache ich noch die Wohnung. Ich habe heute noch so viel zu tun und ich habe keine Lust dazu. Aber es muss ja sein. Staubsaugen, Wäsche wegräumen. Bad putzen. Und danach kann ich mich noch ein bisschen hier an den Schreibtisch setzen. Aber ich esse jetzt erstmal dieses leckere Lasagne-Stück, bevor es kalt wird. Jo, es ist jetzt schon recht spät. Ich glaube, es ist gleich 7:30, ja. Ich habe jetzt nochmal mein zweites Essen warm gemacht. Den letzten Rest von meiner Lasagne. Weil ich jetzt noch echt wieder Hunger habe, nachdem ich jetzt 3 Stunden geputzt habe. Beziehungsweise ich habe auch ein bisschen noch aufgeräumt und Bestellungen gemacht. Und das wird ein sehr langweiliger Vlog-Tag heute für euch. Ich glaube, es ist eine sehr langweilige Vlog-Woche, weil ich halt, ja, euch jetzt nicht beim Putzen mitgenommen habe. Weil, ja, ich will euch nicht meine dreckige Bude zeigen. Das hat mich dann doch zu sehr genervt und ich bin jetzt eigentlich fertig. Und ich kann euch aber zeigen, was ich zwischendurch noch gemacht habe. Das tue ich jetzt. Und zwar habe ich heute angefangen, unseren Tisch zu dekorieren. Ich habe so alles rausgekramt, was ich noch hatte von den letzten Jahren und habe hier einfach mal das Tablett voll gemacht. Ich finde, es sieht ganz schön aus. Ja, da liegen noch Bestellungen, die mache ich gleich noch fertig in die Verpackung. Und ich habe da drüben die Ecke aufgeräumt. Ich habe jetzt die Vase erstmal runtergestellt. Hier, jetzt muss ich da die Batterien aufladen für die Lichterkette, die geht gerade nicht mehr. Und ja, hier steht jetzt mein Adventskalender und Blinky und das ist jetzt erstmal der vorläufige Platz dafür. Die Pflanze weiß ich noch nicht genau, wo die hin soll. Da muss ich mir nochmal was überlegen, wo ich die hinstelle oder ob ich die vielleicht sogar, ich möchte ja gerne hier über, ne, irgendwie was hinhängen. Aber wir haben so Pappwände und Pappdecken und ich weiß nicht genau, ob das hält, wenn ich da oben jetzt einen Haken reinmache. Mir das Ganze natürlich auf den Fernseher knallt oder auf die PlayStation im schlimmsten Fall. Deswegen lasse ich das lieber. Und wo ist eigentlich Bitchy? Ich finde, wir sollten jetzt mal nach Bitchy gucken. Bitchy ist nämlich irgendwie verschwunden. Ich vermute, sie ist im Schlafzimmer mal wieder. Madame, hier liegt sie nicht. Normalerweise ist sie auf meinem Bett. Achtet nicht bitte auf das Chaos. Oh, nee, ne, ist nicht dein Ernst. Ist das dein Ernst, Fräulein? Hallo, ich rede mit dir. Hallo. Ich habe beim Wäschewerk hängen vorhin den Schrank aufgelassen und das war natürlich ein fataler Fehler. Hallo, du weißt genau, dass ich mit dir rede. Du hast hier drin nichts zu suchen. Wenn Matti das mitkriegt, dass du auf deinen Klamotten liegst, dann gibt's richtig Stress. Unmöglich. Unmöglich, Miss Cat. Ja. So, ich warte jetzt dann darauf, dass Matti und Stefan kommen und wir wollen dann heute Abend ja Schläfers gucken. Sharknado 4, habe ich euch hier schon erzählt. Ich bin mal gespannt, ob wir einen netten Abend haben. Susanne und Robert kommen auch noch. Ich gucke mal, ob ich nachher noch was aufnehme. Ansonsten sehen wir uns dann am Wochenende wieder. Musik.
tun. Ich mag so Schoko, Schoko. Guck mal. Wer errät, was es ist? Nein, es ist kein Mohun. Ich muss das Gesicht nochmal neu aufnähen. Ist leider ein bisschen schief geworden. Aber ich finde den schon ganz cool. Und ihr werdet sehen, was das dann nachher wird. Wofür das ist. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Auf jeden Fall chillen Erna und ich noch ein bisschen auf der Couch. Das ist übrigens Erna. Erna Isolde. Ich glaube, ihr kennt sie aus meinem London-Hall. Ihr habt ihr selber den Namen gegeben. Ich hatte euch gefragt in England, wie sie heißen soll. Und Erna Isolde von Rainbow Island kam raus. Ich finde den Namen echt schön. Passt zu ihr. Ja, und ich werde heute noch ein bisschen fleißig hoffentlich sein. Und bevor wir heute Abend weggehen, also wir gehen heute Abend auf so eine 90er-Party und ich bin überhaupt nicht in Stimmung, ich habe überhaupt keine Lust darauf. Ich habe seit einem Jahr irgendwie die Karten, weil Freundinnen von uns überredet haben, dass wir mitgehen sollen, weil das letztes Jahr so toll war und aus dem Grund sollen wir mit auf diese 90er-Party gehen und es geht alles schon so früh los und ich will noch versuchen, was zu schaffen heute, weil der Xmas-Markt immer näher rückt und ich noch nicht so viel habe, wie ich gerne hätte. Das nervt irgendwie, dass ich da, ja, habe ich eigentlich eher Lust, heute Abend an den Basteltisch zu gehen. Ja, also ich kann Lola, das ist die Kamera, mit der ich gerade rede, nicht mitnehmen, weil sie einfach zu wertvoll ist für sowas. Ich versuche aber ein bisschen zu snappen oder mit dem Handy ein paar Aufnahmen zu machen, so gut es geht, weil mein Handy ja nicht mehr so viel Speicherplatz verfügt und leider auch ein bisschen kaputt ist und ich immer noch hoffe, dass ich irgendwann mir nochmal ein neues kaufen kann. Ich spare auch auf eine Vlog-Kamera, aber es dauert halt noch. Anna, kannst du nicht ein bisschen von deinem Gold abgeben, das du besitzt? Du kannst doch mit deinem goldenen Einhorn, kannst du doch Gold regnen lassen. Die macht das nicht für jeden. Die ist halt so. Was soll man da machen, ne? Prinzessin halt. Ja, auf jeden Fall wünsche ich mir noch eine Vlogkamera, darauf spare ich, dass ich spätestens vielleicht zur LBM eine Vlogkamera habe. Ich wollte ja die kleine Kamera, meine alte haben, von meinem Bruder, aber ich weiß nicht, wann ich ihn sehe. Deswegen dauert das halt auch, bis ich die habe. Also müssen wir uns noch etwas gedulden und ich muss das irgendwie versuchen, diese Woche so aufzunehmen. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich habe euch diese Woche, glaube ich, schon ganz viel Schnipsel mitgegeben. Ja, unser Tag wird heute eigentlich eher ein bisschen gechillt. Wir gehen gleich noch einkaufen, damit wir morgen was zu kochen haben. Meine Tante hat mir gestern vom Wochenmarkt frische Mandarinen mitgebracht und Hanseatenkekse. Wer liebt die noch so sehr wie ich? Kennt ihr Hanseaten? Ich liebe die. Ich liebe die, ich liebe die, ich liebe die. We are ready to go. Ich bin fertig gemacht. Das ist mein Outfit. Oh Gott, darf ich das im Internet zeigen? Doch, bleibst ja. Ich habe keine Nippel. Ja, also wir sind jetzt fertig für die 90er-Party. Und ja, haben uns in Schale geschmissen. Total sexy. Das sieht sehr gut aus. Ja. Okay. Und Matti muss dort ein bisschen filmen, weil mein Handy zu wenig Speicherplatz hat. Also, bis dann. It's here! Kick it! Put your hands up! Here we go! Wieder zurück. Es ist jetzt schon nach eins und jetzt gibt es den Mitternachtssnack. Nudeln mit Pesto. Yummy, yummy. Und ja, es war ein lustiger Abend. Aber ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Also, ihr habt es ja gesehen. Oh, so Culture Beat war da und Fun Factory und ich weiß gar nicht, wer war noch da? Brooklyn Bounce. Brooklyn Bounce, ja, der Feuerschlucker.
der sich halb nackt da auf der Bühne geregelt hat mit seinen Frauen. Es war so mehr so Dirty Dancing in Brooklyn Bounce Style. Ja, war nett. Aber mir fehlte da so ein bisschen den 90er-Flair. Also es war ein bisschen wenig 90er-Mucke. Und wenn da Mucke war, dann hat der Typ immer sofort, dieser Moderator von Alster Radio oder was da war, immer gleich abgewürgt nach 30 Sekunden und hat dann irgendwie gelabert. Und immer dieses künstliche Anheizen des Publikums, das fand ich halt auch ein bisschen lästig. Aber sonst war das ein ganz netter Abend. Und es ist eiskalt draußen, es sind irgendwie 4 Grad minus und glatt draußen und total neblig, richtig creepy. Wer gerade auf Snapchat mich verfolgt hat, hat das noch gesehen. Ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich denke mal, morgen sehen wir uns nicht. Morgen werde ich den Vlog schneiden. Ich hoffe, der erste Weekly Vlog hat euch gefallen im Vlogmas. Und mal schauen, was nächste Woche alles so geht. Ja, bis dann. Tschüss und gute Nacht.